Alles, was du über wöchentliche Missionen in Throne and Liberty wissen musst. Ich drücke Escape und wöchentliche Missionen. So, was viele Anfänger nicht verstehen ist, ihr könnt es immer aus der letzten Woche nehmen. Also, selbst wenn ihr super schnell, super vorbildlich alle Sachen hier erledigt, ihr müsst trotzdem eine Woche warten. In Zukunft wird der Patch, glaube ich, immer so Donnerstag sein und dann, ja, könnt ihr hier drauf zugreifen. So, wie funktioniert das Ganze? Also, je mehr ihr davon freischaltet, desto mehr Optionen habt ihr in der Theorie. Denn ihr könnt immer nur eine Sache davon nehmen. Entweder ein Purple oder theoretisch auch das hier oder die Eigenschaften Freischaltstatte, die natürlich auch extrem wertvoll sind. Und als kleiner Spoiler, oft macht es tatsächlich Sinn, die zu nehmen. Wenn ihr jetzt Anfänger seid, denkt ihr euch, hä? Also ein geiles Purple mit den richtigen Eigenschaften drauf, das bringt doch auch bestimmt ein paar tausend Loose in deinem Auktionshaus. Kann sein. Kann sein, aber ihr braucht halt das Richtige. Zum Beispiel, die ist relativ begehrt. Ich meine, generell logischerweise eine Halskette schwer zu kriegen. Der Stab hier theoretisch auch. Aber guck mal, ihr seht, hier war auch relativ viel Random-Zeug dabei. Also jetzt Handschuhe oder Stiefel. Oder selbst das Zeug hier ist jetzt nicht so besonders, würde ich mal behaupten. Ne? Deswegen müsst ihr mal so ein bisschen durchgucken. Ihr könnt ja mal recherchieren im Auktionshaus. Wichtig bei den Extrahieren, weil die müsst ihr dann wieder extrahieren. Das sind keine Meisterwerke, die ihr einfach so verkaufen könnt. Da müsst ihr halt extrahieren wieder. Guckt ihr halt vorher mal Extraktion, das Item, Extraktion, das Item, Extraktion, das Item, bringt es 1000 oder mehr Lucent, dann kann es Sinn machen, das zu nehmen oder ihr nehmt es halt für euren Bild selber. Als kleiner Spoiler, oft macht es keinen Sinn, wenn jetzt nicht ein High-End-Ding drin ist und dann nehmt ihr die Steine. Weil die Steine sind wirklich, wirklich wichtig im Late-Game. Weil ihr wollt von euren Purples dann natürlich die Eigenschaften freischalten und dafür braucht ihr den Kram. Ja. Genau so. Gucken wir mal die verlaufende Woche. Obwohl ich recht viel gezockt habe, muss ich ehrlich gesagt haben, habe ich hier noch nicht so viel vollkommen schon. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, je mehr du freischaltest, desto mehr Steine kriegst du am Ende. Also es lohnt sich, den ganzen Kram hier freizuschalten. Das ist nochmal als Tipp an dieser Stelle. Weil ihr mehr Optionen habt und dann auch mehr von den Steinen bekommt. So, dann PvP geht sehr einfach. Das geht eigentlich auch recht schnell. Spenden kann man recht schnell machen. Dungeons muss ich noch ein paar mehr machen. Und genau, ja. Dafür braucht ihr die Schlüssel, die ihr bei so ganz normalen Händlern oder Vertragsmünzenhändlern, genau, dafür braucht ihr die Schlüssel, um dann diese Portale und Kugeln zu öffnen, kriegt ihr bei so einem Händler. Widerstandsvertrag könnt ihr im Rheinlichtturm einfach wieder auf Wildschwein-Duty gehen, ja. Leistungsbewertung, dynamisches Event sind überall auf der Map, das hier ist Abgrund-Dungeon, das hier ist Koop-Dungeon-Farm, Gildenspenden, Gildenvertrag, Gildenressourcen und hier ist kurz PvP, ja. Das ist zu den Weeklies. Und ihr müsst dann aber trotzdem noch eine Woche warten. Also mal angenommen, ich will jetzt die Belohnung von dem hier, von der aktuellen Woche. Dann muss ich noch 3 Tage, 12 Stunden warten, bis dann noch meistens ein neuer Patch kommt an dem Tag. Dann kann ich mich einloggen und es nehmen. Entweder ein Purple oder halt die Extraktionsstein. Und als Tipp, wie bereits gesagt, guck mal, lohnt hier eine Extraktion? Ist die vielleicht 1000 wert von dem oder von dem, was schon so ein bisschen wertvoll aussieht? Wenn nicht, würde ich hier einfach die Steine nehmen. Aber meistens ist auch eine ziemlich gute Sache dabei. Da müsst ihr halt ein bisschen abwägen, was macht mehr Sinn. Genau. Wöchentliche Mission erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis zum nächsten Video. Ciao.